So, guten Morgen, willkommen zu einem kleinen Special, yeah, und zwar zu meinem Geburtstag-Special, yeah, ich hatte nämlich am 15. April Geburtstag. Und ich wollte ursprünglich Moloch City von Real Troll Let's Playen, aber das dauert zu lang für ein Special, also ich will das alles so in einer Folge hochladen, so wie bei meinem Piraten-Weihnachts-Special zu Weihnachten. Und Real Troll war zu lang dafür. Nein, Moloch City. Ich habe das jetzt über eine Stunde aufgenommen und ja. Das werde ich später mal fertig Let's Playen und dann auch irgendwann hochladen. Stattdessen werde ich dieses Spiel, zu dem ich ursprünglich mal eine Let's Show machen wollte, machen. Aber da ja da eh seit 2006 keine neue Version mehr kam, kein Update mehr und nix irgendwie. Nämlich nicht an, dass da jemals eine Vollversion oder eine neue Version rauskommt. Deswegen werde ich es jetzt als Specially Better Let's Playen. Und dieses Spiel ist was ganz Besonderes. Es heißt .k Krieger. Wurde, glaube ich, mit .k Werkzeug oder so erstellt. Also das Programm heißt so. Und das Spiel unterscheidet sich von gewöhnlichen. Ah ja, hier haben wir die Credits, wer sie lesen will. Ja, auch das Produkt und so, ne? Ja, und wir starten ein neues Spiel und es läuft flüssig, okay. Ja, ich habe nämlich eben noch mit Loseless RPG Capture aufgenommen. Wegen hier RPG spielen und wir haben hier voll die krasse Karre. Karre, ja. Und da lief es nicht ganz flüssig, jetzt läuft's flüssig. Und hier gibt es keine Einstellung für den Fall, dass man fragt. Und wenn jetzt solche fragen, was ist so besonders an dem Spiel? Ich meine, es sieht nicht toll aus, es ist nur eine Beta, die nicht fertig worden ist, die Waffen sind nicht toll, die KI ist nicht toll. Dem muss ich sagen, dieses Spiel basiert. Meine Ammo soll wegen sparsam sein. Ist etwas anders als normale Spiele, denn im Gegensatz zu normalen Spielen wird hier Grafik nicht gespeichert, sondern jedes Mal neu berechnet. Also, wie war das genau? Die Art und Weise, wie die Grafik erstellt wird, ist gespeichert und darauf wird jedes Mal die Grafik neu berechnet. Das sorgt A dafür, dass das Spiel extrem viel Leistung verbraucht. Also, wie gesagt, mit Loseless RPG Capture kann ich nicht flüssig aufnehmen. Und andererseits sorgt dafür, dass das Spiel sehr klein ist. Und zwar hat das Spiel eine Größe von 96 Kilobyte waren es, glaube ich. Also unter 100 Kilobyte, das komplette Spiel. Mit diesen Grafiken und allem. Ja. Oh Gott. Und er ist tot. Ich bin so mächtig. Oh, nein, er lebt noch. Oder ist das ein anderer? Nö, das war ein anderer. Ja, also das Spiel ist wie gesagt 96 Kilobyte groß. Kann sich also selbst mit Modem noch jeder downloaden. Und es ist. Also, ich hab's schon mal gespielt, es ist also nicht mehr blind. Aber ich erinnere mich sogar noch grob an das Spiel und schau erstmal, was es hier noch gibt. Und ja, also dafür, dass es nur 96 Kilobyte groß ist, ist es doch grafisch ein Meisterwerk, würde ich fast mal sagen. Also ich wüsste jetzt kein Spiel, das 96 Kilobyte groß ist und so eine Grafik hat. Gut, andererseits, wenn man so ein Spiel wirklich durchprogrammieren würde... hätte wahrscheinlich ein paar MB großes Spiel, aber die Leistungsverbrauch wäre jenseits von gut und böse. Ich glaube, 1,5 GHz wird von den Machern empfohlen. Oder so steht in der Readme-Datei. Lest sie. Ich hab's gelesen. Ach, komm schon. Ja, man merkt halt das Wow. Ja, also das Spiel ist halt nie fertig worden oder nie fertig gemacht worden. Und die haben damit auch eine Auszeichnung gewonnen. Oder mehrere. Also eine haben sie auf jeden Fall gewonnen. Steht auch auf der Webseite. Wie immer in der Beschreibung. Und also ich finde es schon interessant. Also gut. Die normale Spieler wird man wohl nie auf diese Art und Weise. Ich brauche eine größere Knarre. Irgendwas mit viel, viel mehr Bums. Programmieren, weil. Ja, also, wenn man zum Beispiel Kreise sieht, das frisst so schon gut Leistung und. Ist da unten irgendwas? Außer mein Tod.
Und wenn wir das dann noch auf diese Weise machen würden, würde die Leistungsanforderung, ja, nochmal ein wenig verzehnfachen oder so vielleicht. Ja, doch, das käme hin. Also es ist absolut unperformant so. Und ja, also für die heutige Zeit ist die Grafik natürlich auch nicht mehr aktuell, aber das Spiel ist von 2006, glaube ich. Und halt, wie gesagt, nur 96 Kilobyte groß. Oder rund 96 Kilobyte. Oh, fress das! Ihr braucht natürlich wieder... Ach, wir töten sie einfach damit. Ja, die KI ist halt nicht die schlauste, ne? Gut, wobei... Sie hat wenig... Ja. Und ich habe immer noch 100 live. Ich könnte mich mal verletzen lassen. Ach, Blödsinn. Nein. Ich will... Die da. Geh weg. Wie schön sind immer zu platzen, ne? Total unblutig, ey. Voll langweilig, ey. Da muss erstmal ordentlich Splatter-Effekte ein, bevor dieses Scheißspiel irgendwas taugt, ey. Ah, noch die Munition wieder auf. Da ist noch so ein fetter, was auch immer du darstellen sollst. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt eine Story zu dem Spiel? Ich glaube nicht. Nö, so. Gut, ich habe die Readme-Datei auch nur kurz angeschaut und ich weiß gar nicht mehr genau. Oh, guck mal, wie niedlich. Oh. Oh. Ah! So eine Scheiße. Stirb. Ich geh erstmal. Ich kann nicht mehr zurück. Ich hasse euch. Ja, man sieht's. Es ist Shooter, ne? Da kann man immer zurücklaufen. Nein, das geht nicht. Das ist wie bei Call of Duty. Da kann man auch immer nie zurücklaufen. Es gibt übrigens auch Richtungstasten. Ja, Teleporttasten, wollte ich sagen. Ja, weil die Physik manchmal eventuell etwas glitschen könnte. Was weg. Helf mit hier, helf. Yeah. Live, nein, live ist es ja. Ah, diese monotonen Schrittgeräusche, herrlich. Manchmal vermisse ich es doch wegen dieses Monotone in den Spielen. So moderne Shooter-Spiele, da wollen sie immer so, da tun sie immer so, als wollten sie Story mit reinbringen. Ich glitsch in die Tür. Glitchy mit Glitch. Der glitschige Glitcher, Apropos Glitch, da fällt mir gerade was Schönes ein. Die Waffen sind alle mörderisch. Kennt ihr das auch, wenn ihr Shooter-Spiele spielt und die immer dann mal denkt, die Waffe, wo gerade keine Munition hat, die bräuchte ihr jetzt. Und genau die Waffe habt ihr nicht. Oder keine Munition dafür. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir, glaube ich, schon das ganze Arsenal an Waffen. Ist das dieselbe Munition wie da? Also, sieht jetzt zumindest so aus. Stirbst du bitte mal? Ist da noch einer? Tolle Waffe. Na gut. Kann ich die irgendwie fernzünden? Nein. Dann eben einfach draufhalten. Passt schon. Immer drauf auf den Arschgesicht. Oder Stirngesicht. Stirngesicht. Ey, du hast voll die Stirn in deinem Gesicht. Echt jetzt? Ja, ist voll hässlich mit deiner Stirn und so, ne? Ich könnte übrigens auch springen, habe ich schon erwähnt. Ey, man kann in einem Spiel springen. Das ist ja revolutionär. Ach, schon wieder so einer. Bumm. Bumm. Ah, wie das fliegt. Das ist so gemütlich. Oreo-Keks erinnert mich das jetzt irgendwie. Und. So, das denn jetzt eben. Epic Leg. Und wir laufen noch eine extra Runde. Wir können auch nicht sprinten.
Aber wir haben es ja nicht eilig. Das ist ein Shooter, da hat man Zeit. Munition aufzusammeln. Ich spiele hier nicht Doom of Nightmare oder so. Noch nicht. Oh Gott. Warum will ich das nochmal auf Doom of Nightmare spielen? Wolliskan, ja, anderes Thema. Das kommt erst später. Sehr viel später. So, wir laufen oben drum noch eine Runde. Hey, wie zieht man das Spiel in die Länge? Ich hab's drauf, ey. Ich mache aus 5 Minuten 3 Stunden Videomaterial, voll geballter Langeweile und Desinteresse und was ist... Und ich glitsche ein bisschen in den Texturen rum. Ja. Wie gesagt, es ist nur eine Beta, nie fertig gemacht worden, leider. Ich weiß gar nicht, ob die Entwickler noch irgendwie entwickeln, ob man das Werkzeug auch, wo sie benutzt haben, noch runterladen kann, weiß ich auch gar nicht. Also das Spiel gibt's doch zum Download. Und ich habe gedacht, so als Special, es dreht sich. Ist vielleicht ganz lustig, vor allem weil es so klein ist und wenn es jemand nachspielen will. Ja, also das war's. 96 Kilobyte das ganze Spiel. Kann sich selbst mit Holzmodem und Handleier noch wieder runterladen. Setzt einfach euren Hamster rein. Uncut Final Version soon. Ja, leider nicht. Also, hier nochmal die Credits. Ja, da haben wir den Dirk Chaos Ullerich, Thomas FIFA 2 Malke, Fabian Rückgießen, Christoph Gizmo Mütze, Synth bei Tammo KB Kinrichs, Sound bei Sebastian Wayfinder Grillmeier. Der hat immer die Würste auf dem Grill gegrillt. Ja, Copyright 2004 ist ein Produkt. Hier ist ein Produkt bekommen. Da ist auch die Webseite für diejenigen, die so blöd sind, in die Beschreibung zu gucken oder einfach nicht lesen können oder blind sind oder von allen drei irgendwas, so wie ich. Und das war das Spiel, hey, und mein Special. Unglaublich kreativ und total toll. Warte mal ab, was es zum Oster-Special gibt. Das wird noch toller und dauert, glaube ich, irgendwie 5 Minuten. Nein, ich glaube, es waren bloß 4 Minuten. Also noch kürzer als dieses Spiel. Aber hey, ich bin's, ich kann das, ich darf das und so weiter und so fort. Egal, das war K.K. Krieger oder K.K. Rieger oder leck mich am Arsch. Und ich sag auf Wiedersehen.